Wenn ich mich an die Helden meiner eigenen Kindheit und Jugend zurückerinnere, dann gehören in jedem Fall dazu Flash Gordon, Captain Kirk aus Raumschiff Enterprise und definitiv auch Lassie. Sie erinnern sich vielleicht noch an den süßen Collie Lassie und das ist sein Freund Timmy, gespielt von John Provost, damals war er 7 Jahre alt und so sieht er heute aus. 7 Jahre lang verkörperte John Provost von 1957 bis 1964 als Timmy den besten Freund des cleveren Übercollie Lassie, mit dem er so manches wilde Abenteuer bestehen musste. Provost war damals der jüngste Serienstar seiner Zeit, er drehte zudem mit Größen wie Bob Hope, Grace Kelly, Bing Crosby und Robert Redford. Nach dem Ende der erfolgreichen Serie Lassie lief für Provost nicht mehr viel in Hollywood. Er zog sich ins beschauliche Sonoma Valley nördlich von San Francisco zurück, studierte Psychologie und startete später ein normales Leben als Makler. Der Lassie-Mythos ist jedoch noch nicht ganz aus seinem Leben verschwunden. Noch immer lebt der heute 58-jährige Provost recht gut von seiner einstigen Paraderolle, obwohl diese bereits mehr als 40 Jahre zurückliegt. The show is right now is on in over 50 countries. Lassie ist ein Phänomen. Die Serie läuft noch immer in rund 50 Ländern als Wiederholung. Ich hätte mir damals nie träumen lassen, dass sich 4 Jahrzehnte später noch immer Leute diese Serie angucken und das, obwohl sie nur in Schwarz-Weiß ausgestrahlt wird. Ich bekomme noch immer Fanbriefe aus der ganzen Welt. Viele sind einfach nur adressiert mit Timmy aus Lassie, USA. An seine Zeit als vielbegehrter Kinder- und Teenie-Star denkt John Provost noch immer gerne mit einem breiten Schmunzeln zurück. Denn im Gegensatz zu heute hatten es Fans damals noch wesentlich leichter, Kontakt zu ihrem Star zu bekommen. Mom would even put our home address. Wir haben damals beim Versand der Autogrammkarten noch Aufkleber mit der echten Wohnadresse benutzt, was zur Folge hatte, dass immer wieder Mädchen an der Tür klingelten und mich sehen wollten. Meine Mutter hat sie alle stets zu Kakao und Kuchen ins Haus eingeladen, manche blieben sogar über Nacht. Das wäre bei den Teenstars von heute doch absolut undenkbar. Erinnerungen wie diese hat Provost nun gesammelt, in seiner Biografie niedergeschrieben, schöne wie weniger schöne. Einmal wäre ich während der Dreharbeiten bei einem Unfall in einem See fast ertrunken. Die bereitstehenden Rettungstaucher haben sich natürlich erstmal um den Hund gekümmert, denn der war ja der Star der Serie und mit $1 Million versichert. Ich war nur zweitrangig und wäre daher um mein Haar abgesoffen. In seinem Haus im nordkalifornischen Santa Rosa wimmelt es nur so vor Erinnerungsstücken aus der glorreichen Lassie-Zeit. Inklusive unzähliger Collie-Figuren im Regal, Fotos mit Berühmtheiten von damals, Filmpostern im Wohnzimmer und natürlich dem original rot-weiß karierten Hemd des kleinen Timmy, das eingerahmt über dem Kamin hängt. Meine Mutter hat zum Glück einige der Requisiten von damals aufgehoben, wie das Hemd, an dem sogar noch der Zettel aus der Reinigung des Filmstudios hängt. Meiner Mutter habe ich es auch zu verdanken, dass ich überhaupt vor der Kamera landete. Ich war noch nicht mal 3 Jahre alt, als sie mich einem Produzenten vorstellte, der mich aus 200 Kindern für meine erste Rolle auswählte. Bevor der damals 7-jährige John die Rolle als Timmy in Lassie landete, hatte er bereits 5 Filme gedreht. Für Lassie arbeitete Provost über die Jahre hinweg mit 3 verschiedenen Collies, die allesamt am Set großgezogen wurden, um sich an ihn zu gewöhnen. Als er nach 7 Jahren aus der Serie ausstieg, weil er sich als 14-jähriger Teenager plötzlich mehr für Mädchen als für Hunde interessierte, schenkte ihm der Lassie-Züchter zum Abschied einen Abkömmling des wohl berühmtesten Collie der Welt. Heute würde ich mir keinen Collie mehr zulegen, irgendwann muss man auch mal loslassen können, sagt John Provost.